Die Kunst und vor allem die Kunst am Bau war ein wesentlicher Teil der Propaganda der DDR. Riesige Reliefs und noch größere Wandgemälde prägten Fassaden von Schulen, Regierungsgebäuden, aber auch einfachen Wohnhäusern. Kunst sollte die Ideologie und die Schönheit des Sozialismus im Arbeiter- und Bauernstaat bewerben. Heute, Jahrzehnte nach dem Mauerfall, teilen sich die Meinungen über sozialistische Kunst. Viele Kunstwerke der damaligen Zeit werden abgerissen, übermalt oder eingelagert. So entstehen sogar große öffentliche Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern. Wie zum Beispiel im Eichsfeld an der Grundschule Bodenrode. Hier wurde nach langem Streit bei einer Sanierung eine sozialistische Wandmalerei schlicht übermalt. In Suhl oder Leipzig wurden große Wandbilder und Reliefs in Keller verbannt. Aber sind solche politisch motivierten Werke eigentlich denkmalwürdig? Was halten Sie generell von sozialistischen Kunstwerken, die heute vielleicht auch noch so in der Stadt stehen, zum Beispiel so eins wie da, die Säule? Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Oder? Ich glaube, es fällt niemandem wirklich auf, dass es ein sozialistisches Kunstwerk ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich achte gar nicht so richtig drauf, weil ich es einfach nicht weiß. Wenn man das jetzt mehr wissen würde, zum Beispiel wenn es jetzt deutlich ausgezeichnet wäre, genau, dann würde man sich schon damit beschäftigen und mal stehen bleiben, lesen, aber sonst keine Ahnung mehr. Ja, nach dem Umbau hat man nochmal geguckt. Ich bin ziemlich lange hier in Leipzig. Da registriere ich das kaum noch. Außerdem bin ich kein so großer Künstler. Und viele Kunstwerke werden heutzutage auch einfach abgerissen oder übermalt, halt entfernt, aus diesen Gründen, weil es eben sozialistisch ist. Was denken Sie davon? Also finden Sie das gut oder warten Sie? Naja, also ich würde sagen, es ist dann eher zweigeteilt. Auf der einen Seite, klar, es ist gut aufgrund der Geschichte, auf der anderen Seite ist es halt Geschichte und nicht die Kultur, die zu Deutschland gehört. Also es gibt da immer Pro und Contra. Ich finde, es gehört zur Stadtgeschichte dazu. Nein, Kunst ist Kunst, oder? Also ich halte da nichts wirklich von, nur weil es von irgendeiner Phase stammt, die jetzt im Nachhinein oder wahrscheinlich auch aus gutem Grund irgendwie jetzt, wo das System als ungerecht bezeichnet wird. Das hat mit der Kunst eher weniger zu tun. Deswegen sollte Kunst auch als Kunst stehen bleiben. Und vielleicht ist gerade das ist ein schöner Punkt, wo man auch darüber diskutieren könnte. Und gerade das ist ja das, womit man sich dann vielleicht über den Kanal von Kunst nochmal mit einer Phase, die jetzt vorbei ist, nochmal unterhalten könnte oder diskutieren könnte. Aber dass man jetzt zerstört. Das Kongresszentrum Suhl war ja nicht schon immer, oder sah ja nicht schon immer so aus, wie es jetzt aussieht, sondern da gab es doch mal ein riesengroßes Wandgemälde. Können Sie sich daran noch dran erinnern? Können Sie sich an das noch dran erinnern? Ja, ja. Das hat man aber dann weggemacht, nach einer bestimmten Zeit, weil es gab zu viele Meinungsunterschiede in der Bevölkerung. Ja, ja, das haben sie verändert. Ja genau, das wurde ja komplett entfernt oder eingelagert. Eingelagert eben, was halten Sie denn davon, dass das jetzt also nicht mehr ein Teil ist? Nee, was du davon hältst? Nee, Moment, ein Teil davon existiert ja hier nicht mehr. Ja. Das ist ja weggekommen, ja, ein kleiner Teil ist in Erfurt auch in einem ehemaligen Stasi-Knast. Da ist ein Ausschnitt von dem Bild. Ja. Aber hat Sie das Bild an sich gestört, dass es da war? Nein, absolut nicht. Uns alten Suhlern, der hat es nicht gestört. Ja. Ist das Kunst oder kann das weg, wollten wir wissen. Und besuchten für die ersten Recherchen die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig. Hier gibt es umfassende Literatur zur sozialistischen Kunstgeschichte und dem Umgang mit dem kulturellen Erbe in unserer heutigen Zeit. In den vergangenen Wochen suchten wir zudem in Leipzig und Erfurt Experten und Zeitzeugen auf. In den Interviews zeichnete sich auch das kontrastreiche Meinungsspektrum aus der Bevölkerung ab. Teile vom Werk Kampf und Aufstieg der Arbeiterklasse des DDR-Künstlers Willi Sitte werden in der Dauerausstellung Haft, Diktatur, Revolution in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt gezeigt. Wir fragten den Historiker und Leiter der Gedenkstätte, Dr. Jochen Voigt, wie er über die Kunst aus dem Sozialismus und deren Zukunft denkt.
Wir befinden uns jetzt ja gerade hier in so einem Raum, wo eigentlich der Kontrast zwischen der nonkonformen Kunst und der Auftragskunst gezeigt werden soll. Woran kann man das jetzt hier ganz genau festmachen? Naja, wenn man hier reinkommt, du sagst es schon, sieht man erstmal die Auftragskunst, die Staatskunst. Hier haben wir Willi Sitte. Der Willi Sitte war der Staatskünstler schlechthin. Das war der Vorsitzende des Verbandes Bildender Künstler der DDR und damit der mächtigste Maler, den man sich vorstellen konnte. Der hat nicht nur gemalt, der hat auch Aufträge vergeben, verteilt, Leute entweder durch Loben nach vorne gebracht oder Leute einfach so oder deren Werk zur Seite schieben können. Diese Macht hatte er. Und er hat sich selber hier im Stadtzentrum von Suhl etabliert mit dem Werk Kampf und Sieg der Arbeiterklasse. Kampf und Sieg der Arbeiterklasse, ein Riesending, über 800 Emailplatten, jede Platte 50 mal 50 Zentimeter etwa. Und wir haben 20 von diesen Emailplatten bekommen von der Stadt Suhl. Die Stadt Suhl hat diese Platten natürlich seit Jahren irgendwo im Giftschrank, also im Depot des Waffenmuseums eingelagert, weil man heute aus politischen Gründen dieses Bild nicht mehr aufhängen wollte. Es gibt natürlich heute auch noch Leute in Suhl, die es gerne wieder aufhängen würden. Das sind Kommunisten, das sind Leute von der Linken, die sagen, nee, das ist doch unbedingt sehenswert. Mhm. Wir sehen das ganz sachlich. Wir sagen, wir möchten gerne was davon zeigen, wir möchten es gerne auch diskutieren mit den Leuten. Aber ob die Leute in Suhl es dann nochmal aufhängen oder nicht, das können wir nicht beeinflussen. Wir haben die erstmal überreden müssen, dass wir es hier zeigen dürfen. Und dann haben die schließlich gesagt, na gut, machen wir. Weil wenn es im Keller eingelagert ist, kann es keiner sehen. Ja? Und das ist ja eine Schande eigentlich bei Kunst. Auch wenn es eine politische, eine ideologische Kunst ist, eine Propagandakunst. Wir wollen das gerne ins Gespräch bringen. Es war ja auch schon zu DDR-Zeiten kontrovers. Ja? Dieses Bild heißt Kampf und Sieg der Arbeiterklasse. Aber die Leute haben sich natürlich auch spöttisch darüber geäußert, haben sich lustig gemacht. Es war ungewöhnlich, einen nackten Mann im Stadtbild zu haben. Nackte Frauen in der Kunst kennt man ja. Aber dieser Herr, dieser Familienvater mit dem Kind auf der Schulter und seiner Frau, die haben wir jetzt hier nicht mehr hingebracht, die Frau gehört auch noch dazu, der ist komplett nackt. Das sieht man jetzt hier nicht, man kann es nur erahnen. Und die Suhler haben gesagt, das ist der sozialistische Pimmel. Oder der Pimmelmann, das habe ich mir von Zeitzeugen so erzählen lassen. Und manche Teenager haben sich einen Spaß gemacht und haben im Winter, wenn da Schnee lag, zu Füßen des nackten Mannes, haben dahin uriniert, um sich so über dieses Kunstwerk auch lustig zu machen. No, you can have it if you have been tempted by fruit hanging right from the tree. Im Freihof des ehemaligen Stasi-Knasts trafen wir uns mit dem erfahrenen Journalisten und Kunstexperten Sergei Lochthofen. Als langjähriger Chefredakteur der größten Regionalzeitung war er Zeitzeuge der Transformation und Sanierung nach dem Mauerfall. Und wo glauben Sie, wird ein Kunstwerk zu einem Denkmal oder wie kann sich ein Kunstwerk zu einem Denkmal entwickeln? Ach, das ist sehr schwer zu sagen. Es gibt ja Kunstwerke, die wir alle kennen, die in unser Bewusstsein eindringen, weil sie eine ganz bestimmte Zeit repräsentieren, weil sie möglicherweise auch an einem richtigen Ort stehen oder liegen oder hängen oder was auch immer. Da kommen viele Dinge zusammen. Manche legen etwas als Denkmal an und es interessiert keinen. Und andere Sachen werden zum Denkmal, gerade wenn es um historische Dinge geht, in der Zeitgeschichte. Da werden plötzlich Plätze, damit kann eine Kerze ein Gedenkplatz sein. Insofern, sage ich mal, ist da sehr breite Sache angelegt. Es hängt immer von der Bedeutungsschwere an, mit der es geladen ist. Bring it back. Sing it back. Die Leute haben nicht begriffen, dass sie ihr Leben wegwerfen, wenn sie keine Erinnerung haben. Jetzt vor ein paar Tagen ist dieser Marquez gestorben. Ja. Er hat mal gesagt, es kommt nicht darauf an, dass man lebt jeden Tag, es kommt darauf an, dass man erinnert. Und was man erinnert, das ist das Leben. Klaus Schwabe war in der DDR ein gefragter Künstler. Und zusammen mit uns im Interview erinnerte er sich an diese schwierige Zeit. Also kann man dann überhaupt noch sagen, dass Sie damals dann noch die Möglichkeit hatten, Ihre eigene Meinung oder Ihr eigenes Denken auch vielleicht auch nur subtil in das Kunstwerk einzubringen? Also, oder war das so von diesem Auftrag bestimmt?
das Produkt am Ende. Also das eigene Denken einbringen kann man eigentlich nur über die Form, die man findet, in der man es visualisiert. Ja. Und dort kann man glaubhaft gegenüber allen anderen, die ja alle Recht haben wollen, Auftraggeber oder was weiß ich, behaupten, dass das nicht machbar ist, was sie sich vorstellen. Ja. Und je plausibler man das machen kann, umso mehr Freiheit hat man eigentlich, seine eigene Vorstellung durchzusetzen. Aber dass man nur seine hätte und jetzt nur diese gilt, ist eine Illusion. Die wird es auch zukünftig nicht geben. Also der Mensch, der das Geld gibt, dort mitsprechen wollen. Und der da gewöhnlich nicht der Klügste ist oder das Geld hat, braucht immer zwei, drei, die ihm beraten, was er denn so denken soll. Also die sogenannten Gremien. Das sind schon im Personenkreis. Und die sind natürlich alle darauf bedacht. Der eine, der das Geld hat, der versteckt sich hinter den anderen. Die anderen müssen nachweisen, dass das Geld verdient. Also die wollen alle Recht haben. Und gegen alle die Leute müssen sie antreten. Und das können sie argumentativ gar nicht. Das sind sie gar nicht dazu in der Lage. Sie können das lediglich denen anhand so einer Visualisierung sagen. Also wissen Sie, wenn das jetzt noch, dann können wir es vergessen. Das heißt, also erfolgreich konnte man als nonkonformer Künstler eigentlich in der DDR nicht werden. Am Ende gab es welche, die es geschafft haben, indem sie Kontakte in den Westen hergestellt haben. Und dann sind Kunstwerke in den Westen auch verkauft worden. So. Dann konnte man auch einen kommerziellen Erfolg im Westen erzielen. Das ist natürlich auch eine spannende Sache für einen Künstler gewesen. Und eine Zeit lang war es ja so, dass eigentlich die Tatsache, dass man nonkonform in der DDR war, war natürlich für den Westen gerade spannend. Also das hatte oft schon ausgereicht als Qualitätsmerkmal. Das ist jemand, der ist politisch. Zum Beispiel der hier. Der Löwig. Löwig ist auch ein ganz tragischer Fall. Das ist ein ganz zurückhaltendes Werk, finde ich, was jetzt überhaupt nicht so schreit, ne? Wie der Sitte zum Beispiel. Ja. Ganz fein. Diese Lithografie in den Gittern des Frostes aus dem Jahr 66. Er war kurz davor, das muss man immer dazu sagen, im Gefängnis gewesen. Man hatte ihn verhaftet, weil er Zeichnungen der Berliner Mauer hergestellt hat. Das musst du mir überlegen. Also er hat einfach nichts anderes gemacht, als die Mauer zu zeichnen. Und das war verboten. Ja? Du durftest die Mauer nicht zeichnen. Und wegen solcher Sachen konnte man ins Gefängnis kommen. Staatsgefährdende Hetze in besonders schwerem Fall, hieß der Vorwurf. Denn dieses Bauwerk mit all den Sicherungsanlagen war ja was, sozusagen was geheim ist, ja? Was man nicht zum Gegenstand von Kunst machen durfte. Und er durfte dann hier in Erfurt erstmals wieder öffentlich ausstellen, aber eben nicht in so einer offiziellen Galerie, sondern halt in dieser Erfurter Ateliergemeinschaft. Und das waren Künstler, die in so einer Altbauwohnung ihre Sachen ausgestellt haben. Ja, und diese Altbauwohnung, da gab es einen, der hat den Schlüssel und hat den so weitergereicht von Hand zu Hand. Also das war nicht offiziell, da hingen keine Plakate in der Stadt oder so. Wenn die eine Vernissage hatten, also eine Ausstellungseröffnung, dann ging das von Mund zu Mund und von Freund zu Freund. Man hat sich da wirklich fast schon im Untergrund bewegt. Mhm. Das war jetzt nicht so, dass da ständig die Stasi dahinterher war. Die Stasi hat schon geguckt, was die so machen. Aber man ist halt echt so Outsider gewesen und konnte das nicht offiziell bewerben. Und deswegen haben die irgendwann auch das Handtuch geworfen und dann ist die Ateliergemeinschaft auch eingegangen. Und später gab es dann unter Honecker in den 80er Jahren durchaus mehrere private Galerien in der DDR. Und dann wurden das auch Treffpunkte für Oppositionelle. Mhm. Also nicht jeder, der jetzt Kunst gemacht hat, die anders war als Willi Sitte, war ein Oppositioneller. Wir nennen das nonkonform, weil es eben nicht dem Mainstream entspricht. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Künstlerin werden wollte, so wie Erika, dann musste derjenige, klar, erstmal eine Kunstschule besuchen, macht die Erika auch. Die lernt die Aktmalerei, sie lernt sich selber so ein bisschen künstlerisch auszudrücken, aber sie mag gern abstrakt malen. Das wird hier angedeutet, der Professor steht da gar nicht drauf. Der Professor sagt, du musst sozialistischen Realismus einüben sozusagen, du musst gegenständlich malen. Und er sagt hier, ich bin enttäuscht. Das Thema war auch Kampf und Sieg der Arbeiterklasse und was malst du? Dekadenten, bürgerlichen Dreck. Also sie kommen in Streit, die beiden, die Studentin und der Professor. Das führt dazu, dass sie letztendlich von der Hochschule rausgeschmissen wird und sie hat dann die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Geht sie, wie es von ihr verlangt wird, in die Produktion? Das war nämlich die Bedingung. Die Hochschule sagt, du musst die Arbeiterklasse persönlich kennenlernen, musst dich in der Produktion bewerten. Das ist diese Variante. Sie passt sich an, arbeitet in der Weberei und bekommt nach 2 Jahren die Nachricht,
Sie darf zurück auf ihre alte Hochschule und darf Diplom machen, wird auch Mitglied im Verband Bildung der Künstler und malt dann schließlich so, wie das von ihr gewünscht wurde. Die Fahne weht, der Schlot raucht. Also wir haben versucht, hier den sozialistischen Realismus anzudeuten. Zweite Möglichkeit, sie geht nicht in die Produktion, sondern sie geht nach Hause in ihr Atelier und macht ihr Ding, wie man heute sagen würde. Lebt so ein, ja, in Maßen auch freiheitliches Leben, tanzt hier irgendwie auf dem Dach und schläft ein bisschen länger und versucht als Künstlerin sich durchzuschlagen, hatte aber eben kein Diplom, war nicht Mitglied im Verband Bildender Künstler. Und eines Tages bekommt sie ihren Besuch von einem, der sie mitnimmt zur Klärung eines Sachverhaltes. Sie ist also wegen asozialen Verhaltens eingesperrt worden und wird zur Gefängnishaft verurteilt. Und nicht zufällig sieht dieses Gebäude so aus wie die Andreasstraße. Aber dass man Leute direkt verfolgt hätte, nur weil sie eine künstlerische Ausdrucksart gehabt hätten, das finde ich, das ist ein bisschen. Man hat sie nicht gefördert, das ist was ganz anderes. Ja. Aber dass man sie verfolgt hätte, da ist man kein Beispiel. Auch bei wirklich kritischen, sagen wir mal, wenn man jetzt... Nein, glaube ich nicht. Also mir ist nichts bekannt. Okay. Ja, also es gab Leute, die haben natürlich das auch provoziert, was sie... Die wussten, dass sie es provozieren. Ja. Und die haben das natürlich auch aushalten müssen. Wenn ich provoziere, muss ich auch die Rückantwort aushalten. Das ist ganz klar, wenn ich das heute mache, ist es auch aushalten. Klar. Sie sind ein sehr erfahrener ARD-Fernsehjournalist oder waren einer der renommiertesten. Und Sie waren viel in der DDR und auch in den östlichen Ländern unterwegs, haben Berichterstattungen gemacht, haben Dokumentarfilme gedreht und auch im Wandel von Deutschland haben Sie sehr viele Berichterstattungen gegeben und über das Leben der damaligen Menschen informiert. Ja, und Sie nannten Leinefelde, wo wir drei ja herkommen, einmal in einem Dokumentarfilm oder in einer Reportage Novosibirsk. Ich sage das mit Absicht schmunzelnd. Davon ist heute nicht mehr viel zu sehen. Also die ganzen Plattenbauten sind umgebaut, teilweise entfernt worden, übermalt, farblich gestaltet worden. Und durch diesen Umbau sind auch viele Wandgemälde oder Reliefs, die sich an diesen Plattenbauten befanden, einfach entfernt worden oder übermalt worden. Inwiefern, denken Sie, sind solche Reliefs oder solche Wandgemälde erhaltenswert oder denkmalwürdig? Ja, ich bin ja ein Journalist aus Westdeutschland und ich habe natürlich darauf einen anderen Blick als die Menschen, die damals DDR-Bürger waren. Für mich hat das eine andere Bedeutung. Das muss man einfach erstmal vorweg schicken. Leinefelde habe ich bei meinem damaligen Besuch in der DDR in der Tat ein Novosibirsk im Eichsfeld genannt. Das hat natürlich viel Heiterkeit in Heiligenstadt beispielsweise hervorgerufen. Aber so kam es mir auch vor mit all den Plattenbauten und wir haben dann im Winter gedreht und als dann noch so ein eisiger Wind den Schnee durch die Straßen trieb, da sah es wirklich aus wie Novosibirsk, also wie eine Stadt und wie die andere. Also da war wenig Unterschied zu sehen. Diese Einförmigkeit war damals auch prägend für die Neubauten in der DDR. Die Wandgemälde habe ich nicht gesehen. Ich bin dann später wieder in Leinefelde gewesen und war außerordentlich beeindruckt, was man dort geschaffen hat. Denn das war eine ziemlich schwierige Hinterlassenschaft, die Menschen nach der Wende dort vorgefunden haben, die Verantwortlichen. So konnte es nicht weitergehen, zumal ja viele Menschen Leinefelde verlassen hatten. Da war ja die gesamte Wirtschaft zusammengebrochen und diese Plattenbauten standen leer. Was damit tun? Und das war schon eine große Leistung, da eine sehr humane Lösung zu finden. Ich hatte einen sehr guten Eindruck gewonnen und viele andere auch, nicht von ungefähr sind ja
Menschen aus anderen Ländern dorthin gekommen, um sich das anzusehen, aus Barcelona oder aus Holland. Das zeigt ja, dass da die etwas Vernünftiges gemacht haben. Und kann natürlich im Eifer des Gefechtes es immer wieder passieren, dass dann ein Schritt zu weit gegangen wurde. Ich kann das nicht beurteilen, ob da wertvolle Wandgemälde übermalt worden sind. Grundsätzlich habe ich zum Denkmalschutz und zum Schutz der Kunst, die in einer bestimmten Zeit geschaffen wird, eine sehr eindeutige Einstellung. Ich bin der Meinung, dass wenn eine Epoche zu Ende gegangen ist, nun nicht alles zerstört werden sollte, was für diese Epoche spricht, was damals in dieser Epoche geschaffen wurde. Das ist Ausdruck einer bestimmten Zeit und das sollte man der Nachkommenschaft erhalten. Es geht natürlich darum, auch wenn das Schandflecken in der Landschaft sind, dann sollte man nun nicht so weit gehen und sagen, seht mal, um Ihnen zu zeigen, wie schlimm es früher mal ausgesehen hat, muss das unbedingt erhalten bleiben. Aber man sollte schon Respekt davor haben, was künstlerisch zum Ausdruck gebracht wurde. Wichtig ist dabei, dass dabei auch die Menschenwürde später gewahrt wird. Dass also nichts Rassistisches weiter betrieben wird. Das kann Missverständnisse hervorrufen. Aber wenn das eine Kunst ist, sagen wir, wie der sozialistische Realismus, dann würde ich sagen, okay, solche Beispiele sollten erhalten bleiben. Ich hatte mich auch damals darüber geärgert, dass Straßennamen einfach so geändert wurden. In Berlin erinnere ich mich, dass Clara Zetkin, eine eindrucksvolle Frau, die ihren Namen in der DDR-Zeit nun einer Straße gegeben hatte, dass der plötzlich verschwinden musste. Oder ein Kommunist wie Thälmann, gut, der kann sehr unterschiedlich gesehen werden, aber der ist immerhin ermordet worden. Wenn dann eine Straße nach ihm benannt wurde, dann finde ich das gerechtfertigt, dann sollte das auch über die Zeit bleiben. Diese Großzügigkeit sollten wir haben. Also bei Denkmalschutz bin ich schon sehr empfindlich. Man soll genau prüfen, was man erhält und man sollte alles tun, den Eindruck einer Epoche auch weiter zu vermitteln. Allerdings darf die Ästhetik dabei nicht vollkommen unter die Räder geraten. No, you can't help it if you have been tempted by fruit hanging right from the tree. Viele Kunstwerke der ehemaligen DDR waren ja wirklich politisch oder hatten politischen Inhalt. Und wo denkst du, sollte die Grenze gezogen werden, wie politisch ein Kunstwerk sein darf? Also Kunst ist ja so, Kunst hat immer eine gewisse Vogelfreiheit. Eigentlich ist der Kunst nicht wirklich eine Grenze überzustülpen. In der DDR oder wenn du jetzt den Bezug zu den Werken in der DDR ziehst, Kunst im öffentlichen Raum wurde in der DDR sehr geschätzt, es wurde staatlich finanziert, weil das halt sozusagen den kulturellen Grad einer Gesellschaft darbot und auch sozusagen Instrumentarium ist jetzt ein sehr, sehr scharfes Wort, aber deswegen war es wahrscheinlich auch so, dass viele Kunst in der DDR sehr politisch war, weil es natürlich vom Politbüro in dem Sinne halt natürlich forciert wurde, dass diese Ideologien bzw. diese Weltanschauung auch in die Welt hinausgetragen wurden. Es gibt ja, oder heutzutage passiert es öfters, dass so sozialistische Kunstwerke einfach entfernt werden oder übermalt werden oder gar komplett zerstört werden. Zum Beispiel auch an der Bodenröder Schule aus dem Eichsfeld, da gab es ein ziemlich großes Wandgemälde von Thomas Münzer und das wurde komplett entfernt, übermalt. Wie stehen Sie denn dazu, wenn so sozialistische Kunst entfernt wird? Na, Bilderstürmer gab es schon immer. Und wenn ihr gerade Thomas Münzer nennt, gehörte er mit dazu. In seiner Zeit wurden ja auch viele Kunstwerke, auch im Rahmen dieser Bauernrevolution, die damals stattgefunden hat, zerstört. Das heißt, wir müssen uns das genau anschauen. Das ist eine Begleiterscheinung von Umbrüchen, die manchmal sehr unsäglich ist. Natürlich
muss man sagen, nicht alle Kunst ist so bedeutend, so wichtig, so groß, so erhaben für uns, dass wir sagen, wir müssen uns endlos damit beschäftigen. Aber wenn ihr euch heute mal anschaut, viele Gebäude dürfen gar nicht mehr verändert werden, auch aus der Nazi-Zeit zum Beispiel nicht, weil man sagt, das ist die Zeit festgehalten, das repräsentiert die Zeit, wir müssen aufpassen, dass wir nicht geschichtslos werden. Für die Moderne sowieso sehr schwer. Also wenn wir durch diese Stadt, die sehr schön und alt ist, gehen, dann stellen wir fest, die Leute kommen nur wegen dem Alten. Das, was die DDR gemacht hat und das, was hinterher 25 Jahre gemacht worden ist, interessiert aus Kunstsicht kaum jemanden. Obwohl alles schön beisammen ist, alles schön angemalt ist, die alten Häuser glücklicherweise erhalten geblieben sind, Erfurt ist da in einer sehr schönen Situation. Was ich sagen möchte, es passiert immer wieder, dass Denkmäler gestürzt werden. Es gibt auch keine propagandistische Denkmäler. Denkt man dran in die vielen Stalin-Statuen, die es in Russland gab, oder Saddam Hussein in Irak. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen unerträglich ist, dass sie stehen bleiben. Heute, glaube ich, sollte man zivilisiert bei uns genug sein, zu schauen, ist es gute Kunst, ist es Kunst, die die Zeit rüberbringt, ist keine menschenverachtende Kunst, kann ja auch sein, dann sollten wir doch aufpassen, damit sehr pfleglich umgehen. Insofern würde ich sagen, in den 90er Jahren gaben da einige den Ton an vielen Stellen, wo ich sagen würde, das stand uns nicht gut zu Gesicht. Und wenn Sie sich anschauen, das größte propagandistische Kulturwerk, oder das größte Kunstwerk der Neuzeit in Thüringen, ist ein reines Propagandakunstwerk. Und es kommen tausende Leute dorthin. Das ist das Panorama bei Pfaffenhausen. Ja. Das ist über Erich Honeckers Tisch gegangen. Das Geld ist dort freigegeben worden. Tübke durfte das malen. Das heißt, er hat sich dann auch in einer ganz bestimmten Art und Weise mit den Umbrüchen der Luther- und der Münzerzeit beschäftigt. Aber es war agitprop. Es ist schon politisch angelegt. Er hat Widerstand geleistet, er hat es anders gedreht, er hat es anders gemacht, als man will. Aber das größte Kunstwerk bei uns hier in Thüringen, das in jüngster Zeit entstanden ist, so sage ich mal die letzten 100 Jahre, ist ein Agitprop-Stück, was von der SED beschlossen worden ist und bezahlt worden ist. Und jetzt frage ich mich, sollten wir das abreißen? Na, auf keinen Fall. Viele meinen, sie müssten es abreißen und vernichten, also die sogenannten Bilderstürmer. Dann muss ich sagen, das hat sich auch schon ein bisschen gewandelt. Aber von Anfang an war das Gegenargument eigentlich das. Stellen Sie sich mal vor, Sie fahren nach Rom und alle Denkmale der Kaiserzeit wären nicht mehr. Also kein Kolosseum und nichts. Und dann vielleicht noch die von der Kirche, alle, die ideologisch nicht passen. Zweite, was meinen Sie, was da noch steht? Wenn die wegen der Hunde hält, da fährt doch niemand hin. Und das ist zum Beispiel das, was auch hier in diesem Territorium langsam mal zur Diskussion steht, ob man sich nicht zu dem bekennt, was man von seinen Vätern geerbt hat. Schlicht und einfach, ich kann es auch mit Goethe sagen, was du erbt hast von deinen Vätern, aber so ungefähr in diese Richtung, so halt in Ehren. Oder versuche es zu erkennen oder wie auch immer. Jedenfalls muss ich dazu positionieren, aber die blödeste Geschichte, die man machen kann, ist sagen, das ist alles nicht wichtig. Jetzt sind wir und vor uns war nichts. Und da kann ich ja sagen, also nach uns war nichts und vor uns wird auch nichts sein. So ungefähr sieht das dann aus, das Rennen. Ne? Also als Historiker sehe ich das ziemlich entspannt. Alles hat seinen Zeithintergrund und wenn man den Zeithintergrund irgendwann nicht mehr versteht, dann muss man es kommentieren. Dann muss man daneben schreiben, das und das und das war damals die Idee und aus den und den Gründen ist es heute vielleicht schwierig, mit diesem Namen oder mit diesem Kunstwerk umzugehen. Du kannst gar nicht so viele Straßen umbenennen, wie du gerne umbenennen möchtest. Es gibt Plätze, die sind benannt nach Persönlichkeiten, die hochproblematisch sind, weil sie zum Beispiel antisemitische Äußerungen verbreitet haben oder weil sie einen Krieg gerechtfertigt haben oder weil sie in einen Krieg verstrickt waren. Und es gibt regelmäßig Bürgerinitiativen, die sich dafür einsetzen, dann den Platz oder die Straße umzubenennen oder dieses Kunstwerk von dem Haus abzumachen. Und ich finde, wir sollten alle ein bisschen gelassener werden und uns lieber überlegen, ob wir nicht mit so engagierten Leuten wie euch hergehen und uns eine Kommentierung überlegen oder ein Gegenkunstwerk oder was auch immer. Nimm mal die Spanische Allee in Berlin in Zehlendorf. Es gibt eine Straße, eine große Straße in Berlin, die heißt Spanische Allee. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass die damals zu Ehren der Legionäre oder der Flieger der Legion Condor so benannt wurde. Die haben im Spanischen Bürgerkrieg große Menschenrechtsverletzungen begangen. Die haben Guernica bombardiert und platt gemacht im Spanischen Bürgerkrieg. Und wenn man aber Spanische Allee heute hört,
dann denkt man, ach schön, das ist eine Straße, die ist dem Land Spanien gewidmet. Und diesen Hintergrund, dass damals unter Hitler diese Straße den Soldaten der Legion Condor gewidmet wurde, den weiß keiner oder kaum jemand. Man könnte das aber an einer Straßenkreuzung, zum Beispiel einem kleinen, einer Tafel, anschaulich machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es der Fall in Berlin, aber das fällt mir gerade als Beispiel nur so ein. Und was du vorhin erzählt hast, dieses Fassadenbild, Thomas Müntzer zum Beispiel. Thomas Müntzer ist eine ganz spannende Figur der Geschichte, die sich auf alle Fälle auch heute noch für Kunst eignet und wo man was dazu machen könnte. Und ich hätte, glaube ich, so eine Fassade, ich kenne die jetzt nicht, aber ich glaube, ich hätte auch versucht, die irgendwie vielleicht kritisch zu kommentieren. Wenn das baulich nicht geht, dann muss man eine andere Lösung finden. Und da müssen wir uns natürlich sofort fragen, wo fangen wir an, etwas zu zerstören, weil es politisch ist oder nicht politisch ist? Michelangelo, unser ganz großer Meister, ist ein ganz politisches Werk, was er hinterlassen hat. Er ist bezahlt worden just von dem Papst, der den Leuten das ganze Geld ausgepresst hat, gegen den Luther opponiert hat. Das heißt also, Luther war gegen diesen Papst und dieser Papst hat Geld zusammengetrieben, auch hier in Deutschland, damit er Rom ausbauen konnte und damit er Michelangelo bezahlen konnte. Das heißt, kein Mensch geht heute hin und sagt, komm, wir hauen den Michelangelo in die Tonne. Er geht nur höchstens hin in irgendwo im Eichsfeld in einem kleinen Dorf und sagt, wir machen mal hier das kleine Kunstwerk, was wir hier hatten, das tun wir weg. Ja? Weil das war früher zu DDR-Zeiten und jetzt haben wir zwar nichts vielleicht, aber lieber gar nichts als das. Also ich glaube, da muss man aufpassen, dass man da wirklich nicht sehr flach denkt bei den ganzen Dingen. Ja? Diese beiden Experten gefragt und wollten jetzt auch Sie fragen, was hat Kunst für eine Bedeutung für Sie? Also ab wann ist etwas wirklich Kunst und wo hört dann vielleicht die Kunst auch wieder auf? Naja, nördlich von Erfurt, bei Pilzingsleben, gibt es eine Ausgrabung von Menschen, die vor 200.000 Jahren gelebt haben. Die haben hier damals die Nashörner gejagt. Und man denkt ja eigentlich, die waren sehr einfach und primitiv irgendwo und haben was gegessen und haben sich hingelegt. Nein, da gab es auch schon eine Zeit, da hat sich einer von denen hingesetzt und hat angefangen aus Knöchelchen und Muscheln sich was Schönes zu legen. Das heißt also, das ist im Menschen angelegt, man möchte etwas schöner haben, man möchte um sich herum Schönheit haben. Und da spielt die Kunst die entscheidende Rolle natürlich. Sie präsentiert es, auch in Form von Design, weil man es gestaltet, oder Architektur, oder Malerei, oder andere Dinge, Film, Fernsehen, alles hängt damit zusammen. Und ich glaube, das ist ein Teil, ein Wesenselement des Menschen. Wo hört eben vor allem auch eben, sagen wir mal, sozialistische Kunst eben auf, dass sie ja, Menschen bedrängt oder dass sie Menschen zu sehr stark beeinflusst und dass man dann sagt, das ist keine Kunst mehr, das muss weg. So ungefähr. Also diese Art von Kunst, die gibt es überhaupt nicht. Die gibt es nicht. Die hat es noch nie gegeben, die wird es auch nicht geben. Weil Kunst immer nur ein begleitendes Moment ist zu dem, was ist. Ja. Und selbst die agitatorischste Kunst, die sich also ganz in dem Sinne verhält, dass sie sich politisch bekennt, ist nicht in der Lage, in Gesellschafts zu stürzen oder umzuwandeln oder sonst was. Die ist nicht mal dazu in der Lage, irgendwelche Dinge in Unruhe zu versetzen, weil sie ja von der Rezeption abhängig ist. Und Menschen, die zum Beispiel sagen, das ist mir zu deftig, für die ist das Ding damit erledigt. Müssen sich ja nicht angucken. Müssen sich ja nicht angucken. Und diejenigen, die meinen, dass das, was ich nebenbei gar nicht kenne, ich kenne keine Revolution in der Weltgeschichte, die sich auf ein Kunstwerk berufen hätte. Also das ist ein bisschen zu viel verlangt. Ja. Naja, und also das ändert aber nichts daran, dass man zu der Sache schon ein kritisches Verhältnis haben sollte. Aber das betrifft ja nun nicht so sehr das Kunstwerk, das betrifft das Verhalten zu dem Künstler, der es gemacht hat. Ob der sich mit der Sache voll so oder so angeschlossen hat. Ne? Natürlich, wenn er das gemacht hat und das Kunstwerk ist ja sein Produkt, ist das Produkt natürlich von dieser Haltung geprägt. Was wollen wir machen? Aber es geht doch nicht umgekehrt. Nicht? Das Produkt hat der Künstler geprägt, der es gemacht hat. So geht es ja nun nicht. Ne? Also es ist verständlich, aber naja, wo hört Kunst auf und wo fängt Kunst an? Ein Riesenproblem, solange es Kunst gibt. Für die eine ist es die Begleitung der Sache und für die andere ist es Hilfe in einer Bewegung. Aber immer nur ganz weit unten und elementar. Das muss man wissen. Also Kunst ist nie oben, wo ein Programm einer Partei ist. Dort ist das nicht zu finden. Das geht auch nicht. Sie können auch nicht das Programm einer Partei illustrieren. Sie können sich dazu bekennen. Das ist was ganz anderes. Aber
Sonst würde ja jedes Kunstwerk ein neues Parteiprogramm machen, wenn das so wäre. Ja, stimmt. Dieser Leistungshöhe wäre. Nee, das geht nicht. Also man muss da sehr unterscheiden und Sie, würde ich sagen, sind vorsichtig. Kunstwerke haben eine Zeit, in der sie entstehen. Und als solche sehen Sie, wie Kant hat das mal gesagt, Kunst ist das einzig wahre und ewige Organ und zugleich Dokument der Philosophie. Also unseres Denkens. Mhm. Dokument unseres Denkens. Das ist auch die Foto. Da nehme ich den Moment des Denkens auf. Ne? Ja. Aber der Kunst ist ein bisschen mehr. Das erreicht man mit dem Foto nie Kunst. Foto wird nie Kunst werden. Weil man was Persönliches einfließen kann. Ja, weil die Wertung draußen ist. Und die Wertung ist abhängig von dem Augenblick, in dem sie getroffen wird. In dem sie natürlich die Unterscheidung treffen, wie das die Juden sagen. Ne? Ja. Und das ändert sich ja auch. Also, und das ist gebunden an den Ort und das Umfeld, wo ich bin. Und dort treffe ich meine Entscheidung. Und die ist auch nicht konstant. Das einzige Konstante, was es gibt in der Welt, ist ja der Wandel. Deswegen ist ja nichts fest. Es gibt ja kein Absolutes, ja. Außer dem Wandel. Fünf Jahre später ist der Ort und das Denken und die Bezugnahme des gleichen Menschen am gleichen Ort eine völlig andere als fünf Jahre vorher. Mhm. Ja, sonst gäbe es ja auch keine Veränderung zumindest. Ja. Ob das immer eine Entwicklung ist, das weiß ich nicht, glaube ich auch nicht dran. Es geht nicht immer nur hoch. Ich sagen, ja. Aber eine Veränderung ist es immer. Ja. Naja, und so ist das auch mit Kunst. Ja. Die Konzeption, die man hat, um zu machen, was man will, das ist schon entscheidend. Und da kommt noch etwas dazu, was ganz wichtig ist, ein Künstler. Wenn er sich verschieden äußert, es ist ja nicht eine Frage, dass er das so und so kann, das ist keine manuelle Frage. Mhm. Also manuell oder manera, das so kein Mann, ja. Das ist ja ein Denkprozess. Und da braucht er allerdings die Geschichte. Es gibt mindestens, ich will es nicht über drei, aber 10 verschiedene Kulturkreise, die alle in einer anderen Weise, nicht bloß im philosophischen Sinne, auf ein Problem reagieren, sondern auch im handwerklichen Sinne, wie sie es umsetzen, ja. Was sie betonen. Und je mehr ein Künstler solche Dinge hat, also solche Möglichkeiten zur Verfügung hat, umso variabler kann er arbeiten, sehen Sie an Picasso. Das ist das ganze Ding bei Picasso. Und das ist deswegen so unverständlich, weil viele Leute das alles nicht wissen, was da gewusst hat. Das ist aber alles Beste. Es ist nichts falsch dran. Es ist nur so pur und völlig anders, wie andere denken, so genau wie andere denken, dass sie es nicht verstehen, als weil sie anders denken als wir. Das ist das ganze Problem daran. Und das ist zum Beispiel etwas, was eine Zeit hatte. Das war zum Beispiel im vorigen Jahrhundert, so um die Jahrhundertwende in Paris so. Glück, wer dort war, hat das einfach mitgekriegt. Wurde einfach dann so aufgefordert, sich verschiedene Möglichkeiten in diesem Sinne zu erarbeiten. Und in der DDR war es eigentlich nie. Und das war das eigentlich, was ich da angestand, ist, dass es zu eng und zu schmalspurig war. Also nur eine Denkweise. Ja. Und die kann man natürlich in jedem Falle kritisch betrachten. Ja. Na, aber die andere Denkhaltung und Denkform, die ist nie dazugekommen. Das hat aber mit der Wertschätzung im Allgemeinen zu tun. Man muss eben zum Beispiel auch wissen, dass die bekanntesten Künstler der Bundesrepublik alle in der DDR ausgebildet wurden. Ne? Mhm. Baselitz, Richter, Penck, das sind alles Leute von uns. Die haben alle mit mir studiert. Kenne ich alle persönlich. Ja. Die sind bloß eben von der Vordermauer oder knapp danach nach dem Westen gegangen und seitdem dominieren sie. Aber in der Bundesrepublik gibt es keinen Künstler, der in der Bundesrepublik ausgebildet worden wäre und dort dominiert heute. Mhm. Ne? Die Leute von Weltgeltung, das sind alles älter als der DDR. Muss man auch mal wissen. Also das heißt, das ganze Schulsystem der Bundesrepublik, das ist so ungefähr mit Amtsantritt von Brandt umgestellt worden und plötzlich stand das Handwerk nicht mehr vorne und seitdem ging es dann runter. Hat man dann Konzeptionen machen können, Installationen, Wäscheleien spannen und was war Zwicker und so, alles was. Ja gut, Faschingsdecker. Wenn man dabei erkennt, dass es nach und nach stärker dahin geht, das als in ein Instrumentarium zu nutzen, dann ist die Relevanz der eigentlichen Intention dieser Satire, sag ich mal in diesem Falle, völlig gleichgültig. Ja. Weil dann kann da eigentlich prinzipiell alles stehen, wenn es eigentlich nur darum geht,
sozusagen das als ja, sozusagen als einen Wellenbrecher zu nutzen, um irgendwas durchsetzen zu wollen, ja. Das Problem an den Kunstwerken aus der ehemaligen DDR ist ja heutzutage, ja, das ist der öffentliche Diskurs, lässt man sie stehen, macht man sie ab, und das hat alles was mit der Denkmalwürdigkeit dieser Kunstwerke zu tun. Wo würdest du für dich sagen, ab wann ist dein Kunstwerk denkmalwürdig, ab wann hat es verdient, von dem Staat finanziell unterstützt zu werden, damit man es erhalten kann? Da gibt es sicherlich vielerlei verschiedene Aspekte, die da mit reinspielen. Natürlich erstmal Historie, Alter, vielleicht auch ja, gesellschaftliche Relevanz. Was gibt es noch für Sachen? Ja, klar, also es ist immer das Problem, gerade bei der DDR-Kunst, die haben jetzt eine gewisse Ideologie, das passt nicht mehr ins momentane Weltbild hinein, lässt man sie da, tut man sie weg, aber dennoch zeigt das ja eine Epoche wieder, oder spiegelt das eine Epoche wieder, die nun mal auf der Welt da war, und das ist Dokumentation unserer Geschichte. Viele der Werke, muss ich sagen, sehen auch einfach verdammt gut aus. Wie ist denn Ihre persönliche Meinung zu Kunst in dem Sinne, ab wann Kunst anfängt, also ab wann ist etwas Kunst oder ab wann geht es zu weit, ab wann kann man es nicht mehr Kunst nennen? Da habe ich keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das ist auch überhaupt nicht wichtig, ob es jetzt Kunst heißt oder ob es jetzt heißt Bild oder ob es heißt Statue oder Steinhaufen oder Video. Das hängt vom Betrachter ab, ob ich mich angesprochen fühle, ob es bei mir irgendwas auslöst. Und ich sage mal so, je platter, je politischer und je, je mehr mir der Dampfhammer oder der Holzhammer übergezogen wird, desto weniger empfinde ich es wahrscheinlich als Kunst. Aber das heißt nicht, dass ein Kunstwerk nicht politisch sein soll. Ich finde es toll, wenn ein Kunstwerk was über die Zeit aussagt, in der es entstanden ist. Ja, also ich meine, Kunst für die Ewigkeit zu schaffen, den Anspruch hatten schon viele, und dabei sind auch grauenhafte kitschige Sachen entstanden. Deswegen, ich finde es gut, wenn der Zeithintergrund spürbar ist. Ich meine, nimm mal ein Lied zum Beispiel, ein Song, wo irgendwie im Text was durchscheint, was mit der Zeit zu tun hat. Das kann total schön sein, das kann sinnvoll, das kann Spaß machen. Oder nimm ein Gemälde oder irgendein anderes Kunstwerk, ein Film, wenn der Zeithintergrund spürbar ist, wenn es um Auseinandersetzung mit der Zeit und mit der Gesellschaft geht. Deswegen kann der Film trotzdem in 10, 20 Jahren trotzdem noch spannend sein. Und das finde ich eigentlich am interessantesten bei Kunst. Es gibt viele, viele Ansichten, was Kunst ist. In der heutigen Zeit, Entschuldigung, dass ich jetzt so sage, aber kann man halt auch aus Scheiße Kunst machen. So, man muss halt nur den richtigen Text dahinter schreiben. Und wenn das halt hochgesotten klingt und sehr eloquent mit kunsthistorischen Begriffen belegt ist, dann kann man auch mit dem geringsten Aufwand der ambivalentesten Idee sicherlich etwas darstellen, was in den großen Galerien unserer Zeit Anklang findet. Ob dem das dann auch sozusagen historischen Halt hat und auch in 200 Jahren immer noch so cool ist, sei dahingestellt, weiß ich nicht, kann alles passieren, aber es ist mir, also für mich persönlich, und wenn du mich wirklich nach meiner persönlichen Meinung fragst, es geht wahnsinnig viel Handwerk verloren, viel wirklich Umsetzungsfähigkeit. Also es ist, also für meine persönliche Meinung ist es momentan so, dass es eher darauf ankommt, den coolen Text dazu zu schreiben, als das Werk an sich zu fertigen. Was für Sie Kunst ist, also eine Definition von Kunst für Sie selber oder eine, wo fängt Kunst an, wo hört Kunst auf? Also die Kunst kennt keine Grenzen. Es ist immer wieder von politischer Seite versucht worden zu sagen, dies ist eine Kunst, die uns nicht behagt, die das Volk verführt, das Volk auf falsche Ideen bringt. Kunst kennt dort keine Grenzen, aber Kunst sollte auch allen Menschen zugänglich gemacht werden. Man sollte auch primitive Kunst, die gibt es auch, dieser Kunst eine Chance geben, damit Menschen, die kunstfern leben, kunstfern aufgewachsen sind, weil sie in sozialen Verhältnissen geboren wurden, für die sie nichts können, aber sie sollten auch einen Zugang zur Kunst gewinnen, also Alltagskunst. Und Alltagskultur ist für mich als ein Einstieg in die Kunst außerordentlich wichtig.
Die Kunst ist auch in einem ständigen Wandel und man muss dort aufgeschlossen sein, der Kunst gegenüber und sie nicht ablehnen, weil sie in das eigene Bild nicht so hineinpasst. Es ist ja erstaunlich, dass viele Kunst früher überhaupt nicht verstanden wurden, die heute Millionenpreise hervorrufen, wenn sie auf Auktionen angeboten werden. Also Kunst ist etwas Elementares für die Menschen, damit der Mensch sich weiterentwickeln kann, damit er inspiriert wird dadurch und auch ermutigt wird. Und vor allen Dingen ist Kunst etwas, dass man tolerant ist, dass man anderem und Fremden gegenüber aufgeschlossen ist. Dazu trägt eben Kunst bei. Kunst weitet den Blick und Kunst sollte nicht eingegrenzt werden, es sei denn, die Menschenwürde, wie vorhin gesagt, es sei denn, die Menschenwürde würde dadurch beschädigt. Was halten Sie denn von Graffiti? Denken Sie, das ist Kunst? Graffiti kann natürlich auch Kunst sein und wird auch als eine solche behandelt. Man sollte nicht darüber hinweggehen. Allerdings sollte Graffiti auch nicht andere einschränken, dass sie ästhetisch Probleme haben, damit zu leben. Aber Graffiti an sich kann Kunst sein und man sollte sie auch so betrachten. Allerdings sollte sie das Bild einer Stadt dann auch nicht zu ihrem Nachteil verändern. Bei Kunst kommt es darauf an, dass es Menschen auf Ideen bringt, dass man angeregt wird zu Diskussionen. Das bringt eine Gesellschaft weiter, diese Auseinandersetzung. Und Denkmalschutz ist eine Sache der gesamten Bevölkerung. Und wenn da eine strittige Entscheidung zu fällen ist, dann sollte man die Bevölkerung aufrufen, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Aber vor einem kann ich nur warnen, zu schnell zu Urteilen zu kommen, die nicht mehr reversibel sind. Dass man etwas vernichtet, was nicht mehr wiederherzustellen ist. Wir haben es in Westdeutschland sehr häufig erlebt, dass wertvolle Gebäude, dass wertvolle Kunst am Bau vernichtet worden ist, weil man eine Straße erweiterte oder weil man dieser Kunst überdrüssig war. Und heute würde man gerne diese Kunst wieder als einen Ausdruck einer bestimmten Zeit zurückhaben, aber nun geht es nicht mehr. Das ist vorbei. Und wichtig ist, dass darüber immer offen diskutiert wird. Kunst ist für mich etwas ganz Wichtiges, um eine Gesellschaft voranzubringen. Darüber kann man diskutieren, gegenteiliger Meinung sein oder dafür sein. Und diese Spannung, die bringt wieder neue Ideen und die bringt dann auch einen Ort oder eine Region oder einen Staat voran. Mich ärgert auch, dass in Zeiten knapper Kassen immer zuerst bei der Kunst und Kultur gespart wird. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Das hat inzwischen auch die Europäische Union erkannt, die gesagt hat, Culture comes before economy. Also, dass die Kultur sogar noch vor der Wirtschaft kommt. Das ist ein starker Ausdruck für eine Wettbewerbsgemeinschaft wie die Europäische Union. Aber da wird eben anerkannt, dass Kunst und Kultur ganz wichtig sind für unsere Gesellschaft.